Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ich habe mich entschieden, ich werde jetzt nicht mehr das komplette Let's Play mit stundenweisen Folgen befüllen, sondern ich werde so einzelne Missionen in Starfield spielen. Denn auf YouTube wird es jetzt so semi-gut geschaut, weil ich glaube, Starfield ist im Moment sehr eine Reizüberflutung auf YouTube unterwegs. Ich wollte mit euch zwei Missionen machen, beziehungsweise zwei Sachen zeigen. Wie ihr seht, bin ich in der Loge. Ich bin nicht mehr in der Heimatstadt hier von unserem Kollegen. Ich stehe zu Diensten, Captain. Nee, ich habe Sam dabei. Es tut mir leid. Folgendes. Eins wollte ich euch zeigen. Und zwar in der Loge im Keller. Hier geht's runter in den Keller. Jetzt muss ich nur den Raum wiederfinden. Ich glaube, das war hier hinten. Nein, war's nicht. Ja, da. Also ich weiß nicht, wie ich euch den Weg beschreiben soll. Ich versuch's mal nachzuvollziehen. Also hier kommt ihr runter im Keller. Dann die nächste rechts. Als geradeaus und wieder links. Hier steht ein Archiv mit allen möglichen Sammlungen. Also Bildern und Raumanzügen. Und der Raumanzug ist unser Ziel, um etwas Tolles zu bekommen. Und in diesem Glaskasten befindet sich ein Raumanzug, der ziemlich gut ist, zumindest für den Start. Ich weiß nicht, ob es später noch größere gibt, soweit habe ich noch nicht gespielt. Und ihr seht schon, die Tür ist verriegelt, ne? Hier gibt es einen tollen Anzug, die Tür ist aber versiegelt. Es gibt aber einen Trick, wenn man sich nämlich hier so hinstellt, jetzt muss ich nur die Position finden, dann könnt ihr hier, seht ihr diese kleine Ritze in dem Glas? Dann könnt ihr durch diese Ritze gehen, E drücken. Dass das Menü jetzt so aussieht, ist gemoddet, das müsst ihr euch nicht stören, das sieht bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und dort gibt es einen Anzug. Und den holen wir uns jetzt rein. Jetzt haben wir hier das Mannequin ausgezogen und die Tür nicht geknackt. Also hier über diesen kleinen Spalt auf die Kante gucken, bis da oben steht Ausstellungspuppe. Und dann könnt ihr das entsprechend euch ranholen. So, jetzt wenn wir ins Inventar jetzt gehen und gehen unter neue Items, dann sehen wir haben einen neuen Anzug. Und wenn wir den mal vergleichen mit unserem derzeitigen Anzug, dann ist der schon ziemlich gut. Also dann ist er auf jeden Fall wesentlich besser als das, was wir jetzt dann haben. Der Anzug MK1, das ist praktisch die erste Serie. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir den jetzt auch an. Dann haben wir noch den Helm dazu passend bekommen. Ne? Haben wir auch. Auch wesentlich besser. Und dann haben wir noch das Jetpack. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn man das mal vergleichen, steht hier die Zeit, mit der man schweben kann. Nicht wirklich. So, der Anzug MK1 haben wir auch noch. Jetzt sind wir hier richtig schick beieinander. Jetzt haben wir schon eine relativ hohe Schwebewahrscheinlichkeit. Also, in den Keller, rechts, geradeaus durch und da sind wir. So, dann folgendes wollte ich mit euch machen. Und zwar wollte ich eine Mission machen. Dann müssen wir hier auf L drücken. Und es gibt hier eine Mission, die müsstet ihr eigentlich kriegen, die Mantis-Operation. Da. Die können wir jetzt mal markieren. Da sollen wir Lease the Slate über den geheimen Außenposten. Also wir haben hier so eine Nachricht im Inventar. Und wenn wir hier mal ins Inventar gehen, unter Notizen, da haben wir Nachrichten über den geheimen Außenposten. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß drauf, tötet es, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den falschen gelesen habe, den ersten. Also es gibt einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin und sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Dann können wir das auch nochmal lesen. Das haben wir irgendwie zweimal. Kann das sein, dass wir das Ding zweimal einstecken haben? Sieht fast so aus. So, jetzt müssten wir eigentlich... Wir sollen zu dem Außenposten D Nebola I-B sollten wir reisen. Können wir ja mal auf der Karte gucken. So, wo ist das Ding? Da oben. Da ist ein Außenposten. Dahin können wir nicht direkt springen. Also müssen wir erstmal... Ja, unerforschte Route. Das heißt, wir müssen erstmal hierhin reisen, nach Olympus oder was ist das? Wir können ja mal gucken, welcher Sprung ist das? Ja, das ist Olympus. Dahin können wir springen. Also, Aufwäsch an alle Listschiffe! Oder
Okay, Notfall. Wir haben keine Zeit, wir müssen andere Dinge machen. Da sind wir. So. Und da unten müssen wir zu einem geheimen Außenposten. Dann lass uns mal landen, würde ich sagen. Hier soll es gute Dinge geben, stand in der Nachricht. Raus hier. Hey, das ist unser Fund. Das war's. 5, 4, verpiss dich. 3, 2, oh ja. Danke fürs Spielen. Ciao. Masko, klär das mal da vorne. Es hat Zoom gemacht. Wo ist er hin? Scavenger! So, jetzt haben wir kaum noch Munition. Ich hoffe, der hat hier ein bisschen was dabei. Eine Kartusche und eine Equinox. Ich weiß nicht, was eine Equinox ist, aber wir können uns hier mal angucken. Sam, seid ihr beide dabei? Das ist ja interessant. Wir haben mal kaum noch Muni. Gucken, ob wir hier noch was einsammeln können. Also ich habe die Mission selber noch nicht gemacht, ne? Ich mache das mit euch jetzt auch zum ersten Mal. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Eilmine, Splittermine, Stummelanzchen. Was haben wir sonst noch? Hier ist noch ein Kestrel. Aber das Jetpack ist schon echt gut, muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Nummer, damit zu fliegen. So, hier müssen wir rein in den Außenposten. Bin mal gespannt. Ein bisschen mehr Munition wäre mir zwar auch recht. Oh! Ich brauche mal Hilfe, Vasco! Mama, die schießen auf mich. Sam, kannst du das mal regeln? Da vorne ist ein Sniper. Ganz wie früher. Ich treffe den nicht. Wir gehen mal hinten rum. Ist da noch einer? Ist da oben noch einer? Da ist noch einer. Da hole ich mir gerade Munition. Wir tun, was wir müssen, oder? Wir tun, was wir müssen. Ne, wir müssen gar nicht, aber... Ach, da liegt noch einer. Ich glaube, wir müssen hier näher ran. So, Kartusche. Die schießen alle mit Equinox. Anzug Sternvagabund. Modifizierte Grendel. Nee, brauchen wir auch nicht. So, wo geht's rein? Hier geht's rein.
ins Mantis-Versteck. Sam ist dabei, sehr gut. Gucken wir uns erstmal in Ruhe um hier, würde ich sagen. Wir haben ja keine Hektik, durch das Spiel zu hetzen. Aber nur Mist, oder? Was ist das hier? Irgendwelche Akten. Erfahre mehr über das Mantis-Versteck. Ja, machen wir. Da höre ich jemanden labern links. Haben wir noch andere Munition? Ich lade mal kurz nach. Okay, was haben wir auf der 3? Da haben wir die. Auf der 4, Sam. Das ist die Schrotze. Dann haben wir auf der 6 haben wir nichts. Wir gucken mal ganz kurz. Ich habe ja hier noch eine Waffe gefunden. Hier, so eine Equinox. Aber die haben wir schon, oder? Wir können die ja mal auf den Favorit legen. Dann können wir uns das Ganze angucken. Favorit ist B. Und wir machen das auf die 6. Ja, die haben wir auf der 3, oder? Ja, ist die eine besser oder schlechter? Waffen. Also die Equinox, wir können das immer noch Schaden sortieren. Die haben wir ausgerüstet. Und die Kammerjäger. Die eine ist nur ein bisschen mehr wert. Aber der Schaden ist der gleiche. Okay. Oh, sorry, Sam. Hab voll in Sam reingeschossen. Anzug brauchen wir nicht. Der zappelt sich einen ab. Versteckte Slate, die Goldmine. Eine Kartusche. Was? Herz plus? Ich nehm's mal mit. Was immer das ist. Hydraulikklammer. Sam, geht's dir gut? Ich hoffe doch. Wir gucken mal kurz mal nach dieser Notiz. Ich bin mir nicht sicher, ob das dazugehört. Da, Goldmine. Die Mantis hat die Taschen voll und die Beute war erste Sahne. Ja, das müsste das sein. Das ist nämlich der Hinweis, dass es hier echt gute Beute gibt, meine ich. Okay, Secure Access ist zu. Nachgeladen haben wir. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Die Mantis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Wort dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Oh, da sind sie. Sam, mach mal bitte. Was ist denn mit dir los, Sam? Warum lässt du den denn durchlaufen? Heute ist nicht dein Tag. Die Verkehr wurden verschluckt. Da kommt noch einer. Er geht um die Ecke. Sam? Ich hasse Verstecken. Wo ist er hin? Greif zu. Ja, mach ich ja. Haben wir jetzt für die Schrotze was dazu bekommen? Ne, haben wir nicht. Dann hauen wir uns aber im Medipack rein. Was? Hybolyter und Lawgiver. Wir nehmen sie mal mit.
Was ist denn der Lawgiver? Oh, das ist aber was Neues, oder? Machen wir die mal auf die 6. Lawgiver. Das ist eine Schrotze. Warte mal, dann tauschen wir die aus gegen die Schrotze, die wir auf der 4 haben. Probieren wir das mal. Aha. Nice. Mal gucken, ob sie Frieden stiftet. Oder Gesetze ist ja eher, ne? Sofa hinsetzen. Ich will mich nicht hinsetzen. Hier ist er noch. Loot, 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 loot. Ein Safe. Experte. Ne, ich will jetzt kein Safe knacken. Wir sind auf der Suche nach was Größerem. Hast du überlebt, Sam? Hast du gerade eine Granate geworfen? Du Irrer. Oh, ich brenne. Hast du erledigt, Sam? Also die Schrotze war sehr langsam eben. Da liegt einer. Chocolate Labs. Nehmen wir mit. Mhm. Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht miteinander gesprochen. Mutter sah nicht gut aus. Sam, kannst du mal mitkommen? Nee. Nebula 1B. Und sie endet nicht mit "Ich hab dich lieb" oder "Ich bin stolz auf dich". Nein. Dick, komm mal hier hoch. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Okay, was haben wir denn noch? Die haben wir noch. Dann haben wir noch auf der 6 haben wir diese neue Waffe. Gucken, ob die besser trifft. Ja, die ist gut, aber wir haben keine Munition dafür. Ah, der ist da. Da bist du ja wieder. Super, dass du mir auch mal hilfst. So, die Schrotze fand ich nicht so gut. Da ist irgendwas hochgegangen hinter mir. Wow, ich brenne. Bloß nichts vergeuden. Hm, was haben wir noch? Slate, Credits. Das mag ich am liebsten. Lawgiver. Mhm. Okay, wir müssen da rüber. Willst du dich echt mit uns anlegen? Ha!
Wir haben keine Munition mehr. Da haben wir noch Munition. Herrlich, ganz wie früher. Na, endlich habe ich mal Unterstützung hier. Besser. Mit Sicherheit. Das ist ja heutzutage alles voll. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat mir erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hatte immer alles im Griff. Das ist ziemlich heftig. Also hätte man sie auch hier umlaufen können über die Seite. Okay. So, da haben wir wieder Munition bekommen. Hiervon hätte ich gerne viel mehr Munition, weil die haut wirklich rein. Da können wir auch nachladen. Die ist nachgeladen. Die Schrotze können wir auch nachladen. Und die laden wir auch nach. So, die haben wir alle leer. Kopfgeldjägeranzug. Nehme ich mal mit. Ein Helm. Gibt's hier noch was? Irgendwas läuft hier. Sam, hörst du das? Da sind Scouts. Wie werfe ich eigentlich Granaten in dem Spiel? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Muss ich die irgendwie ausrüsten erst, oder... Wie kann ich auswählen, welche Granate ich werfe? Weil ich habe eben nur die ganze Zeit die Minen geworfen. Mit G, aber wie wähle ich die aus? Splittergranaten würde ich gerne auswählen. Vielleicht so. Probieren wir das mal. Freut sich. Versuchen hier mal rumzugehen. Ripshank, was immer das ist. Oh, da sind sie. Sam, was ist los? Dann laufen sie doch noch. Das mag ich am liebsten. Ich habe Blut im Auge. Oh, ich bin fast kaputt. Also Munition ist bei mir immer noch das Problem. Ich bin halt Level 7 und die sind, glaube ich... Warte mal, wir haben da auf der 6 haben wir doch die Sniper hier. Ja, out of ammo. Was machen wir denn jetzt hier? Schrotze, aber das ist natürlich keine Fernkampfwaffe. Doch, geht aber.
Ballon, ha? Dem Sieger gebührt die Beute. Sagt man das, oder? Wieso treffe ich den denn nicht? Willst du dich echt mit uns anlegen? Ha! Zeit für ein Tänzchen. Er hat ihn. Credits. Okay, alles klar. So, hier haben wir jetzt ein kleines Rätsel vor uns. Ihr seht, hier liegen schon Leichen. Und es gibt eine Notiz im Inventar. Und die müsste... Boah, welche war denn das? Leons Leiche? Nein. Nein? Hier spricht Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternenwerft... Ich rufe alle Spacer. Nein, Nachricht an Sam. Wo war denn das? Geheime Außenposten? Nein. Haben wir die schon überhaupt? Also ich kenne das Kennwort. Es steht in einer Nachricht. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neu... Nein. 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 Also irgendwo haben wir die Nachricht vergessen. Also das Passwort ist Tyrannis. Es geht um eine Nachricht. T. Ich muss ihn stehen lassen. Sam? Sean und ihre Bande sind... Warte kurz hier. Pause brauchen. Ja. Bleibt mal da stehen. Also T. Ist er jetzt gerade reingelaufen oder bin ich auf eine Taste gekommen? Tü. R. A. N. N. I. S. So, haben wir hier noch was, was wir aufsammeln können? Sieht nicht so aus. So, und bevor wir jetzt hier 500 Mal laden müssen, speichern wir lieber an dieser Stelle nochmal. Eieiei. Sam, wie kann ich den jetzt wiederholen? Wie kriege ich meinen Begleiter wieder? Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz ins Inventar. Hör mal kurz auf, bitte. Hilfe, Notizen. Nee, Granaten. Inferno-Mine. Komm mal her. Beweg dich. Beweg dich. Was ist denn jetzt los? Wieso geht er nur so? Oh, jetzt. Kommt er? Zwei. Komm doch mal hier hoch. Kann ich wieder aufnehmen? Okay.
einen haben wir. Da läuft er ja noch. Nein, sprinte. Danke. Zigzaggen, zigzaggen. Danke. Boah, ist ja schnell. Welche Waffe haben wir eben gekämpft, die so effektiv war? Die war es nicht. Schrotze ist ganz effektiv. Die hier war das, genau. Mich einfach hier, oder? Da haben wir noch ein bisschen was. Die 4. Da haben wir noch Schrotzenmunition. Aber ich finde, die Waffe hier ist schon ganz gut. Irgendwo muss ich ja noch einen Anzug geben. Einen Mantis-Anzug. Ich weiß aber nicht genau wo. Ein bisschen Munition. Eine Grendel. Ein Tablett. Ein Seifenspender ist auch wichtig. Da ist er. Jawollsen. Der Mantis-Anzug. Ich wollte jetzt im Inventar gucken, wie weit wir jetzt beladen sind. Wieder 155. Okay. Gib mir doch mal ein Medipack. Hühnchen, eine Leiterplatte. Dieses Spiel ist aber auch nichts für Leute, die ihr Inventar ständig voll looten, wie ich das immer mache. Okay, den Anzug haben wir. Oh ja. Die ist versperrt. Hier können wir ein bisschen craften.
Okay, dann sortieren wir mal ganz kurz durch. Die, da haben wir aber kaum Munition für, glaube ich. Die ist neu, das Sturmgewehr, ne? Die können wir ja mal auf die 7 legen. Okay. Aber ich glaube, ich bin mit Laserwaffen besser, weil ich auch mein... das ist ja meine Fähigkeit sozusagen. So, ich würde sagen, wir dürfen abheben. Sam bleibt hier. Da steht das gute Stück. Ja, und so, also man kommt bestimmt noch leichter dran, wenn man das ein bisschen geschickter macht. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber ihr habt jetzt gesehen, ihr kriegt einen schönen Anzug in der Loge. Das ist relativ am Anfang. Wenn ihr diese Mission habt mit dem geheimen Außenposten, kriegt ihr dieses schöne Schiff. Und das Ding ist nicht klein. Da habt ihr ein richtig schönes Moped für den Außenbereich. Sollen wir einen Screenshot machen? Man hat doch hier einen Screenshot-Modus, oder? Nein. Fotomodus. Zack. Menü aus- und einblenden. T. Wie löst man überhaupt aus? Fotografieren mit Space. Ching. So. Dann gehen wir mal an Bord, wa? Gucken uns das Ding mal von innen an. Ah, da ist er wieder. Na, hast du im Keller rumgelungert? Und das Ding ist zweistöckig. Das ist krass. Also, hier geht's nochmal hoch. Brunnencreme. Hier gibt's noch allerhand Loot, den man mitnehmen kann. Schöne Waffen gibt's noch. Ein bisschen Munition. Ihr könnt auch Waffen ablegen, also sind überall noch Lagermöglichkeiten hier oben. Hier können wir einen Anzug reinhängen und Waffen und Dings und Dumms und Munition nehme ich mit und Granaten und so weiter. Ja, so kommt man an die Mantis. Beziehungsweise an das Schiff. Und hier vorne ist irgendwo die Cockpite da. Guckt euch mal dieses Cockpit an, ha? Nehmen wir mal Platz. And away. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.